Hallo und herzlich willkommen, diesmal zum kleinen astrologischen Wetterbericht. Heute geht es also mal nicht um die große Politik aus astrologischer Sicht, sondern um das Wetter im Alltag. Wetter meint nicht den Regen und die Sonne, sondern der kleine astrologische Wetterbericht ist eher als Synonym gemeint für die laufenden Konstellationen und die damit als Gleichnis ablesbaren Zeitqualitäten, diesmal halt bezogen auf unser alltägliches Leben mit seinen kleinen oder größeren Herausforderungen. Ich wende mich jetzt den astrologischen Betrachtungen der Konstellationen im Mai zu. Bitte gleich um Verständnis, wenn ich nicht alle Konstellationen und Künstlerzöhnchen derzeit am Himmel sind, betrachte und analysiere. Es sind zu viele und ich picke mir nur raus, was mir subjektiv interessant und wichtig erscheint und beschreibe nur das. Spontan fällt mir als erstes ins Auge die Konstellation Mars in Verbindung mit Pluto, beide zusammenstehend im Steinbock. Mars und Pluto stehen in dieser Verbindung noch bis ca. 14. Mai dort und gehen dann erstmal getrennte Wege, wobei sie, solange sie beide noch in einem Zeichen stehen, das ist auch bei anderen Planeten so, wie hier im Steinbock, bleiben sie weiter in lockerer Verbindung. Das heißt, sie haben immer noch eine Resonanz zueinander und wirken in gewissem Sinne weiterhin, auch wenn sie nicht mehr direkt in einer Konstellation eng verbunden sind. Tja, Mars, Pluto im Steinbock, was sind das? Das sind im privaten Bereich, abgesehen vom Steinbock, erst einmal scharf fixierte Vorstellungen oder Vorstellungswelten. Vorstellungen, Pluto, Mars, die Aggression oder die Schärfe. Vorstellungen oder Vorstellungswelten oder auch Pläne, die mit besonders viel Energie, Offensivität und gegebenenfalls auch Aggressivität umgesetzt werden wollen. Sollte jemand eine Idee oder eine Vorstellung im Kopf haben, das erlebt man zum Beispiel öfter, wenn jemand Mars-Pluto oder den Pluto nur im siebenten Haus hat und jemand anders würde sich dem widersetzen, nicht unterwerfen, dies kritisieren oder dagegen sprechen, dann wird diese Vorstellung oder Idee sehr vehement und sehr scharfzüngig oder auch aggressiv verteidigt oder versucht zur Durchsetzung zu bringen. Mit anderen Worten, alle Menschen oder Institutionen, die diese oder entsprechende Konstellationen, Mars-Pluto, in ihrem Horoskop, in welcher Abwandlung auch immer, haben zum Beispiel den Pluto am Aszendenten oder im ersten Haus, was ja immer eine Widergrundlage ist, oder jemand hat den Mars im achten Haus oder zum Beispiel die Sonne auf 2 Grad Schütze oder in den Endgraden vom Krebs. Alle diese Menschen oder Institutionen gehen derzeit gerne in Resonanz mit dieser aktuellen Zeitqualität von Mars, Pluto und haben damit zu tun. Sind also quasi dafür empfänglich, ihre Vorstellungen besonders vehement, aggressiv oder offensiv umzusetzen oder durchzusetzen. Pluto-Konstellationen oder Pluto-Affinitäten überhaupt, Pluto-Themen haben ja die Eigenschaft, gerne energieziehend zu sein, denn sie beinhalten oft viele in den Schatten des Unbewussten geratene Themen, Modelle, auch Modelle, die übernommen wurden von Eltern, Verwandten, Freunden, Umwelt, der Vergangenheit, den Medien und so weiter. Das heißt, das sind alles immer Themen, die eher im Schatten liegen und alles, was im Schatten ist, zieht immer Licht an, sprich Energie. Dies also jetzt mal aus der Sicht des Pluto, der als Gleichnis im Übrigen auch den Gencode, die unsichtbare geistige Vorlage für die körperliche Erscheinung darstellt. Wenn man jetzt also die Sache aus der Sicht des Pluto betrachtet, ist das die scharfe Vorstellung, die scharfe, aggressive Vorlage. Aber die zweite Seite der Konstellation ist natürlich die Sicht aus dem Bereich des Mars, aus dem Bereich der Aggression. Und der Mars ist ja immer auch der Aufdecker des Verborgenen, des unter den Teppich gekehrten. In diesem Zusammenhang ist die Konstellation Mars-Pluto, und das wird eigentlich immer wieder für mein Empfinden zu wenig betrachtet, auch eine sehr positive. Weil erstens ist ja der Pluto nicht nur ein Bösewicht, sondern er ist ein Reservoir, wo gern auch vieles hängen bleibt, was in früherer Zeit, sei es unser Ahnen oder unsere Umwelt, weggedrängt oder weggedrückt hat. Das heißt also Gestalten, die auf die Welt kommen wollten und in dieser Welt vergehen, wirken und vergehen wollten, wenn die nicht zugelassen werden, dann bleiben die in diesem Bereich, in diesem unsichtbaren Bereich des Pluto hängen. Und sie wirken aber von da aus mit großer Kraft, denn wie gesagt, was im Schatten ist, zieht Licht und zieht Energie. So, wenn das aber jetzt da rauskommen soll oder aufgedeckt werden soll und endlich aus diesem Kokon der Verborgenheit und des Weggedrängtseins, aus diesem zugeschraubten Gulli befreit werden soll, dann ist ein Prinzip wie das des Mars äußerst hilfreich, denn das deckt auf, holt raus,
zur Not auch mit der Keule. Und das ist eben die zweite Seite der Konstellation Mars-Pluto. Das Ausräuchern verborgener Modelle, Pläne, Hintergrundfixierungen. Ja, andere Möglichkeiten, alte Modelle, Pläne, Hintergrundfixierungen zu ändern oder aufzulösen, das wären die Archetypen des Saturn zum Teil, ansonsten aber vor allem der Neptun und der Uranus, die dort hilfreich wirken. Das heißt, wenn man da was klären will oder heilen will, auch wenn es ab und zu rumpelt im Karton, dann ist Mars-Pluto die Zeit und die Zeitqualität, wo die Chance ist, Verborgenes, Verdrängtes und aus dem Hintergrund Wirkendes, auch negativ Wirkendes, endlich zu befreien, zu klären, in die Erscheinung und ins Licht zu bringen. Mars-Pluto hat also auch eine große, große Chance und nicht nur immer die negativen, angstmachenden Seiten. Es ist eine Chance, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, insofern ist also die derzeitige Mars-Pluto-Qualität, Zeitqualität auch eine Zeit, in der verdeckte Planungen, Vorstellungen, Ideen etc. aufgedeckt werden können. Wenn man also eher der Pluto- oder Skorpion-Typ ist und Pläne und Absichten hegt, die lieber im Hintergrund gehalten werden möchten, dann sollte man derzeit, dezent gesagt, ein wenig Abstand von Widdergeborenen oder Mars-betonten Mitmenschen halten. Denn die haben mit dem dazugehörigen Mars eine feine Nase dafür, wenn was zugedeckt ist und im Hintergrund befindlich. Und die riechen das auf 10 Meilen gegen den Wind. Und ehe der Widder selber weiß, was er tut, hat er ausgesprochen oder angesprochen, was man selber verbergen möchte. Und dies dann auch noch auf der Geburtstagsparty vor allen Gästen zum unpassendsten Zeitpunkt. Also Vorsicht für alle, die ihre Pläne geheim halten wollen in der Nähe von Widder- oder Mars-betonten Menschen. Da wäre es viel sinnvoller, in die Nähe eines Fischgeborenen zu gehen, denn in dessen Gegenwart fallen die Pläne wenigstens nur sanft ins Wasser oder lösen sich auf wie der Schmutz auf den Partytellern in der hoffentlich biologischen Seifenlauge. Wenn der Fisch ein reifer Mensch ist, der sich also schon auf die Lichtseite seines Tierkreiszeichens hochgearbeitet hat, dann kann er allerdings sehr heilsam wirken, denn dann löst auch alle noch im Pluto-Bereich verborgenen und auf das eigene Leben zugreifenden Lebensmodelle, die unerlösten Lebensmodelle der Vorfahren mit auf. Wenn der Fisch, mit dem man unterwegs ist, allerdings noch eher auf der dunklen Seite seines Fischeprinzips beheimatet ist, dann wird er entweder die eigenen Pläne, die man hat, mit einem schleichend wirkenden Gift zersetzen oder einem durch launischen Egozentrismus die Nerven ruinieren oder durch schmollenden Rückzug den Spaß am Pläne umsetzen verderben. In diesem Falle kann man nur sagen, möge die Macht mit ihnen sein. Am aktuellen Pluto-Stand hängt übrigens durch den Mars als verbindende Verknüpfung noch der Uranus dran. Tja, und das ist nun leider das Bild eines durchkreuzten Planes oder durchkreuzter Pläne. Hier haben wir so einmal einen durchkreuzten Plan, dessen Umsetzung groß und stark begann und der letztendlich komplett nach hinten losging und durchkreuzt wurde. Das ist nämlich der Zeitpunkt, der von mir im Moment vermutete Zeitpunkt des Angriffs auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Da wäre dann hier der Aszendent von 21 Grad Zwilling ungefähr gegeben. Das muss ich allerdings noch prüfen. Und 21 Grad Zwilling ist eine Unterqualität laut Wolfgang Döbereiner von Pluto-Uranus, der durchkreuzte Plan oder die enttäuschte Hoffnung. So, Pluto-Uranus also der Wechsel im Plan, die Planänderung. Der durchkreuzte Plan, aber auch in anderen Bereichen wirkt sich Pluto-Uranus aus, zum Beispiel im Bereich der Beziehungen. Dies zum Beispiel, weil ja der Pluto zum Skorpion gehört und natürlich auch allgemein zum 8. Haus, was das Gleichnis für alle Verträge, Verbindlichkeiten und Bindungen ist. Also ist die Konstellation Uranus-Pluto auch der Schleudergang im Beziehungsleben. Das heißt also, die ständige Drehung, der ständige Wechsel, die andauernde Veränderung, der Wechsel im Beziehungsbereich. Man denke dabei nur an die Schauspielerin Elizabeth Taylor, deren Pluto im 8. Haus stand und der zugleich mit dem Uranus und der Venus, die Venus entspricht mundanen Begegnungen und Gemeinschaft, also zugleich mit der Venus und dem Uranus verbunden war. Was fällt bei ihrem Lebenslauf besonders ins Auge? Nun, sie war 8-mal verheiratet. Manch einem, vielleicht einem Löwengeborenen, der gerne unverbindlich bleibt, damit er jagen kann,
graut vielleicht schon bei dem Gedanken, ein einziges Mal verheiratet zu sein. Taylor hingegen war 8-mal verheiratet, hat vielleicht die abwechslungsreiche Verbindlichkeit als Hobby verstanden und zur Abwechslung von der Abwechslung dann auch noch etliche Romanzen und Affären, allerdings ohne Heiratsurkunde, gehabt. Tja, wer derzeit Pläne schmieden will, sollte noch etwas warten mit der Fixierung derselben. Es kommen noch viele, viele Änderungen. Alle möglichen Pläne sind unter der Zeitqualität von Pluto-Uranus oder Uranus-Pluto ständig am Mutieren. Zum Glück gehen Pluto und Uranus um den 11. Mai herum wieder getrennte Wege. Bis dahin also kann man zu allen, die Pluto-Uranus-Verbindungen in ihrem Horoskop haben und in Resonanz mit dem Thema sind, nur sagen, möge die Kontinuität mit euch sein. So, der Mars ist also auch noch mit in dieser Uranus-Pluto-Verbindung oder insbesondere am Uranus dran und hält hier eine recht lange Verbindung, und zwar bis ca. Mitte Juni. Wolfgang Döbereiner, der die heutige Astrologie so völlig auf neue Füße gestellt hat, der hat bei der Konstellation Mars-Uranus von einem geschwächten Vaterbild gesprochen und der Schwierigkeit, kontinuierliche Existenzwege hinzubekommen. Das trifft allerdings den Nagel ziemlich genau auf die Fontanelle. Zugleich ist diese Konstellation aber auch ein Hinweis, dass jetzt bis Mitte Juni die Zeit wäre, aus falschen sozialen und realen Zugehörigkeiten und falschen Konventionen im Sinne einer Mutation herauszugehen. Deshalb sei allen, die Mars-Uranus-Resonanzen, wie zum Beispiel einem Uranus im ersten Haus oder einem Mars im 11. Haus oder auch einer Sonne auf 17 Grad Widder haben, zugerufen, möge die Metamorphose mit euch sein. Bis zum 17. Mai ist übrigens auch der Merkur, den wir gleich besprechen werden, auch noch in Verbindung mit dem Uranus, damit also auch die Kommunikation ein bisschen spannend und unberechenbar bleibt. Ja, dies sind halt Zeitqualitätsverknüpfungen, ganze Felder von Zeitqualitäten und jeder Mensch oder jede Institution holt sich entsprechend der eigenen Resonanz dort seine wichtigsten Themen raus und geht damit in Verbindung. So, dann kommen wir mal zum Merkur, dem Vertreter jeglicher Kommunikation, aller Kontaktemacherei, aller Verkäufe und Käufe, aller Wege, die vom eigenen Gartenzaun weg ins Umfeld, in die Welt führen und der zugleich auch, von der Jungfrau kommend, für die Diagnose der Gegebenheiten, anpassende Aussteuerung des eigenen Verhaltens, des Absicherns und des Nutzens von Bedingungen und Errungenschaften steht. Langer Satz. Noch bis zum 14. Mai läuft der Merkur durch den Widder. Und was wird in den Medien überwiegend kommuniziert? Reichlich Aggression. Die Zeitqualität bietet einen aggressionsgeschwängerten Kommunikationsstil an. Mehr Vorwürfe als Verständnis, mehr Angriff als Austausch. In dieser Zeit bis zum 14. Mai verbindet sich das Kommunikationsprinzip Merkur zwischendurch auch noch mit Pluto und Mars. Mit dem Letzteren bleibt die Verbindung noch bis zum 18. Mai. Die Kommunikationslage bleibt also verschärft, Ideologie und aggressionsgeschwängert. Zugleich aber besteht auch die klare Möglichkeit einer aufdeckenden Kommunikation. Ich hatte es oben schon erwähnt im Zusammenhang mit Mars-Pluto. Hier geht es also um die Kommunikation, die dazukommt. Es geht also gleich um die Möglichkeit einer aufdeckenden Kommunikation, das heißt, Verborgenes kann hochgetrieben, aufgedeckt in die Erscheinung gebracht werden durch Kommunikation, sprich in den Medien. Da hängt es halt davon ab, welche Medien man liest, sodass man gegebenenfalls das komplette Bild bekommt oder sich ein besseres Bild machen kann. Dies fällt schwer, wenn man nur mit dem zweiten Auge schaut. Denn mit dem zweiten Auge sieht man nicht immer besser. Ja, der Merkur also im Widder unterwegs. Das heißt, wer derzeit investigativ tätig sein möchte, ob öffentlich oder in der Familie, der sollte die Zeit bis zum 18. Mai nutzen. Am 5. und 6. Mai hängt sich auch noch die Venus dazwischen. Ein ganz kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Beziehungsinhaber, die sich längere Zeit nicht energisch ausgetauscht, sprich gezofft haben. Jetzt wäre die Zeit, Versäumtes aufzuholen. Möge die Streitkultur mit euch sein. Zum Abschluss noch etwas Versöhnliches, das heißt, wir kommen zum Jupiter, dem Brückenbauer, dem Zusammenbringer aller verlorenen und verstreuten Schäfchen dieser Welt. Der Jupiter ist nämlich noch bis zum 15. Mai mit der laufenden Sonne verbunden, was bedeutet, dass der Pragmatismus, mit dem vieles derzeit umgesetzt, erschaffen und hervorgebracht werden kann, entspricht der Sonne im Stier, eine deutliche Schützefärbung bekommt.
Und welcher Satz fällt uns bei jedem Schützen sofort ein oder auf? Ganz genau. Der Satz lautet: Nichts Menschliches ist ihm fremd. Der Schütze und sein Planet, der Jupiter, versteht alles und jeden, philosophisch, zwischenmenschlich, interkulturell, politisch oder was weiß ich noch. Er kann ja auch gar nicht anders als alles verstehen, denn er hat einen sehr langen Entwicklungsweg durch den Tierkreis hinter sich und er baut die Brücke zwischen der Ausschließlichkeit, Fixiertheit und dem Leitbildfetischismus des Skorpions und der kühnen, knappen Bodenständigkeit des Steinbock. Alles, was auf der langen Reise getrennt, gespalten, abgespalten oder vereinzelt wurde, bringt der Schütze zusammen. Er baut Brücken für alle. Bei den Filmschaffenden übrigens dieser Welt findet sich sehr oft die Verbindung zwischen Jupiter und Pluto. Das heißt, da baut jemand Brücken zwischen Einzelbildern, wodurch dann der Filmstreifen entsteht. Der Schütze versöhnt also alles und jeden, schafft eine Einheit von allen Vereinzelten und übergibt diese Einheit dem Steinbock, damit der daraus ein neues, gültiges Ordnungsmaß machen kann. Tja, welcher Schütze fällt uns da spontan ein? Nun, vielleicht einer mit dem schönen Namen Martin Schulz, der Ende letzten Jahres ja als einer der ersten vor großer Öffentlichkeit die Vereinigten Staaten von Europa gefordert hat. Und da kommt uns nur noch ein Satz zum Abschluss in den Sinn: Möge Gott mit uns sein.